Experience, das ist Englisch und steht für Erfahrung. Und Erfahrungen haben wir mit dem Seat Leon Experience reichlich gesammelt. Rund ein halbes Jahr und knapp 17.000 Kilometer war er bei uns. Dabei hatte das Auto jede Menge Gelegenheiten zu zeigen, was in ihm steckt. So war er zum Beispiel mit beim großen Allradervergleich in den Bergen Südtirols und beeindruckte hier vor allem durch seine Agilität. Im Vergleich mit den großen und schweren Full-Size-SUVs wieselte der Leon geradezu die Berge hoch und runter. Überhaupt die Berge. Der Leon Experience ist natürlich wie gemacht für Wintersportfans, die häufig zum Skifahren in verschneite Landschaften aufbrechen. Der Allradantrieb mit Haldex-Kupplung und elektronischer Differentialsperre verteilt die Kraft blitzschnell dahin, wo der beste Grip herrscht. Zurück im heimatlichen Norddeutschland stellen wir uns folgende Fragen. Ist der Allradantrieb überhaupt nötig? Und weiter? Muss es die etwas rustikale Optik samt höher gelegten Fahrwerk des Experience sein? Wir meinen, der Allradantrieb ist auf jeden Fall eine sinnvolle Option. Vor allem wer öfters mal was zu ziehen hat, ist damit bestens bedient. Und 2 Tonnen Anhängelast sind in dieser Klasse herausragend. Die Offroad-Optik ist natürlich Geschmackssache. Grundsätzlich gibt es den Allradantrieb auch im ganz normalen Leon Kombi. Der Experience ist für mehr Bodenfreiheit 1,5 cm höher gelegt und das bringt auch Nachteile mit sich. Zum Beispiel beim Verbrauch. Die höhere Karosserie erzeugt einen höheren Luftwiderstand und der schwere Allradantrieb treibt den Verbrauch ebenfalls nach oben. 7,2 Liter Diesel im Schnitt sind zwar okay, aber kein Ruhmesblatt. Übrigens, Biodiesel darf es nicht sein. Der Leon will konventionellen Kraftstoff. Der Verbrauch hat sicher auch damit zu tun, dass der Leon häufig auf Langstrecken eingesetzt wurde und auf der Autobahn nicht geschont. Das spricht wiederum für ihn, denn der kraftvolle 184 PS Diesel bietet jederzeit genügend Kraft und 224 Stundenkilometer Spitze reichen allemal. Klasse auch der Abstandshalter mit Radar, funktioniert perfekt. Alles in allem ist der Experience ein tolles Langstreckenauto. Was ihn bei den Fahrern ebenfalls beliebt macht, ist die ansprechende Innenausstattung. Edle Materialien, Top-Verarbeitung, dazu die hohe Funktionalität der Technik aus dem VW-Konzern. Hier findet sich jeder schnell zurecht und fühlt sich auch auf langen Strecken pudelwohl. In einem weiteren Vergleichstest musste der Leon zeigen, welche Vor- und Nachteile er gegenüber einem ähnlich großen SUV wie dem Skoda Yeti hat. Da ist zum einen die Fahrdynamik, die beide Autos unterscheidet. Der Yeti ist noch etwas höher als der Leon und wankt daher deutlich mehr, wenn es durch die Pylonengasse geht. Der Leon bleibt da deutlich ruhiger und wirkt auch handlicher. Auf langen Bodenwellen pumpt der Yeti aufgrund der längeren Federwege deutlich stärker. Auch hier profitiert der Leon von seiner gemäßigten Auslegung zugunsten größerer Handlichkeit. Wenn es dann ins Gelände geht, sieht die Welt natürlich anders aus. Hier ist der stärker Offroad-orientierte Yeti klar im Vorteil. Aber auch der Leon schlägt sich wacker und muss nur da kapitulieren, wo das Gelände zu tief wird. Das macht aber gar nichts, dafür ist er nicht gebaut. Er will ein Allrounder sein und diese Rolle füllt er perfekt aus. Nicht zuletzt auch deshalb, weil der variable Kofferraum bis zu 1365 Liter schluckt und damit für kleine Fluchten aus dem Alltag bestens gerüstet ist. Ein letztes Mal den Ölstand prüfen. 0,5 Liter Ölverbrauch auf 10.000 Kilometer sind perfekt. Und Zeit, ein abschließendes Fazit zu ziehen. Der Seat Leon Experience hat sich bei uns im Alltagsbetrieb bestens bewährt. Es gab weder einen Ausfall noch sonst irgendwelche Macken. So soll das sein. Mit rund 34.000 Euro Grundpreis ist das Auto kein Schnäppchen, aber dafür auch nahezu komplett ausgestattet. Ein vergleichbarer Golf-Variant Alltrack ist über 2.000 Euro teurer. Also wenn es etwas mehr sein darf, dann bitte den Seat Leon Experience.